Herr Kanecker, Sie waren ja selbst in Zwickau dabei am Wochenende. Wie haben Sie die sportliche Situation wahrgenommen? Ja, ich habe ein Spiel wahrgenommen, wo wir der SC Magdeburg durchaus mehr Chancen hatten. Leider Gottes aber die Chancen nicht verwerten konnten, insofern dann ja auch verloren haben. Und Zwickau mit einem guten Schuss, mit einem glücklichen Tor dann aber letztendlich auch ja, das Spiel für sich gewinnen konnte. Wie würden Sie das Spiel vom FCM beschreiben? War das eher ein gutes Spiel, wie der Trainer auf der PK gesagt hat? Ja, ein gutes Spiel hat der Trainer so gesagt. Insofern, das war das beste Auswärtsspiel bisher. Das würde ich genauso sehen, ja, weil die Mannschaft das erste Mal auch richtig diszipliniert gespielt hat, versucht hat, über den Kampf sich in das Spiel zu finden, was sicherlich nicht sehr schön ansehnlich war, aber wie gesagt, letztendlich diszipliniert aufgetreten ist und somit Zwickau die Chancen erstmal genommen hat. Ja, insofern gebe ich da schon recht. Nur, eins ist auch klar, wir müssen unsere Chancen natürlich selber dann auch nutzen. Daran arbeiten wir, die Mannschaft, wir alle gemeinsam, dass wir natürlich da zukünftig auch wieder bessere Ergebnisse kriegen. De facto ist ja die Tabellensituation eher bedenklich. Ja, wir haben noch 4 Punkte bis zum Abstiegsplatz. Wir haben 10 Punkte mittlerweile auf den Tabellenführer. Wie schätzen Sie die Situation momentan ein? Ja, das ist natürlich klar. Wir sind natürlich da alle nicht zufrieden mit, ja. Mannschaft, Trainer, Verantwortliche, wie auch immer. Aber eins ist auch klar, das ist ein neues Level, was wir in Magdeburg da erreicht haben, dass wir gemeinsam daran arbeiten. Wir schieben hier nicht die Schuld auf den Nächsten und, sondern wir arbeiten gemeinsam dran. Die Mannschaft ist gewillt. Das ist das, was man auf jeden Fall wahrnehmen kann, auch jeden Tag im Trainingsprozess und wie auch immer. Mannschaft ist gewillt, Trainer ist gewillt, wir sind gewillt. Und deswegen denke ich, werden wir doch zeitnah wieder positive Ergebnisse erreichen. Was muss sich denn konkret ändern, damit man wieder positive Ergebnisse erreicht? Ja, genauso weiter diszipliniert spielen wie in Zwickau und die Chancen reinmachen. Also brauchen wir ja jemanden, der die Tore macht. Ja, genau, die haben wir ja. Wir haben ja mit Christian Beck, einen, der es im letzten Jahr bewiesen hat, dass er die Tore machen kann. Der Junge hat momentan ein bisschen eine Torflaute gehabt. Das ist auch normal. Das kann immer mal passieren. Ja, da sollten wir auch nicht zu eng mit ihm ins Gericht gehen. Was ich zum Beispiel in Zwickau bei ihm gesehen habe, dass er unheimlich viel kämpft, leidenschaftlich kämpft, auch in Zwickau geführt hat, den einen oder anderen auf dem Feld. Insofern arbeitet er sich da aus seiner persönlichen Krise raus und ist so ein bisschen das Synonym der Mannschaft. Ja, dieses Rausarbeiten aus dieser Krise, eben wieder durch die Urtugenden. Und ich denke, dann wird es auch der richtige Weg sein, wenn wir das weiter beibehalten. Wie schätzen Sie momentan die Situation des Trainers ein? Ja, also der Trainer arbeitet jeden Tag hochprofessionell, weiß genau, wie man aus dieser Sache rauskommen kann. Das setzt er auch an. Und ich denke, das in Zwickau war genau der Ansatz, wie man da nämlich wieder rauskommt. Und jetzt, wie gesagt, gilt es daran, weiter anzuknüpfen. Und wie gesagt, ich kann nur wahrnehmen, was irgendwas ist, hochprofessionell arbeiten und jeden Tag mit höchster Akribie und gemeinsam mit dem Team. Wir müssen ihm natürlich auch folgen, was sie auch machen, dass wir dann natürlich dann das positive Ergebnis erzeugen. Also an ihm macht man auf jeden Fall diesen Sinkflug momentan nicht fest. Um Gottes Willen, das wäre ja fahrlässig. Also das kann man überhaupt nicht machen. Ja. Wir sind ein Team, wir sind eine Mannschaft, wir sind als Verein ein Team. Und deswegen muss man an vielen Dingen arbeiten, denke ich mal. Wir haben auch ein bisschen Pech gehabt an der einen oder anderen Stelle. Ja, wenn ich in die letzten 3 Spiele sehe, was so die Schiedsrichterleistung, Elfmeterleistung anbelangt, dann kam man da schon ab und zu mal einen Nachteil. Das spielt natürlich nicht in Karten, soll auch nicht eine Ausrede sein. Wir werden auf uns schauen. Ich denke, wenn wir da weiter anknüpfen, was wir in Zwickau begonnen haben oder beziehungsweise dann auch schon in Auerbach in leichten Ansätzen begonnen haben, Zwickau noch wieder besser gemacht haben, dann wird das so sein, wie wir es wollen am Ende des Tages. Planen Sie jetzt noch neue Spielerverpflichtungen statt eventuell des Wintertrainingslagers? Also wie gesagt, also mit diesen Planungen Wintertrainingslager, das haben wir erstmal auf Eis gesetzt. Wir schauen uns jetzt mal das nächste und das übernächste Spiel mal an und dann kann man da Rückschlüsse draus ziehen, was Spielerverpflichtungen sind. Da sind wir regelmäßig ja, auf dem Markt aktiv, um zu schauen, was geht nicht. Aber wie gesagt, also momentan, aktuell ist das sowieso kaum ein Thema. Der eine oder andere wird vielleicht mal zum Vorspielen kommen, dass man sich mal wieder mal ein Bild macht. Aber aktuell ist das jetzt zum heutigen Tag noch kein Thema, weil wie gesagt, die Transferperiode nicht offen hat und deswegen ist das momentan ausgeschlossen. Wissen Sie, warum der Trainer die Torwart ausgewechselt hat? Also ich denke, dass der Tüschi da in den letzten Spielen da nicht glücklich agiert hat. Und wie gesagt, Jan Glinka haben wir geholt als erfahrenen Mann dazu, der natürlich auch eine gewisse Position hat. Und ich denke, der hat seine Sache auch gut gemacht gegen Zwickau. Und wie gesagt, wir brauchen da ein bisschen mehr Festigkeit. Und das war sicherlich auch dann ja, das Interesse des Trainers, das damit zu stärken, was ihm damit auch gelungen ist. Wir alle haben ja ein bisschen so geunkt mit dem mit der eventuellen Relegation um Aufstieg in die dritte Liga. Müssen Sie Ihre Saisonziele jetzt neu definieren oder halten Sie daran fest? Da würden Sie es denn ändern? Also die Frage ist ja die, also wir müssen, also das Saisonziel ist ja, das steht dort, ja, und das ist ja dort eingemeißelt, sag ich mal so. Und wir müssen das natürlich korrigieren, wenn das auch rechnerisch nicht mehr möglich ist. Aber Fakt ist der, wir haben intern 21 neue Ziele rausgegeben. Das heißt, wir wollen es von Spiel zu Spiel denken und von Spiel zu Spiel gewinnen. Und dann wird man vielleicht irgendwann mal an den Punkt kommen, wo man sagt, okay, entweder müssen wir korrigieren oder wir können daran festhalten. Insofern wir da rechnerisch nicht irgendwas abziehen können, bleibt das da außen stehen. Aber wir intern haben auf jeden Fall das Ziel, dass wir von Spiel zu Spiel jetzt denken und dann schauen, dass wir jetzt positive Ergebnisse produzieren.
Trotzdem gab es dann noch mal einen anderen Vorfall, außer den sportlichen jetzt am Wochenende. Da gab es wieder mal Fan-Ausschreitungen. Wie haben Sie das als Augenzeuge wahrgenommen? Also das Einzige, was ich momentan sagen kann, was ich wahrgenommen habe, ist die, dass da ein baufälliger Zaun war. Ja, die Sicherheitsvorkehrungen nicht so waren, wie sie hätten sein sollen oder wie sie standardmäßig in der Regionalliga sind. Insofern alles andere Spekulation kann ich auch nicht beurteilen. Was ich gesehen habe, da ist so ein Toilettenhäuschen umgefallen, wie auch immer. Kann aber nicht sagen, inwiefern das zustande kam oder warum der Zaun auseinanderfallen ist. Nur eins war klar, das Ding war baufällig. Und insofern ist das wahrscheinlich auch klar, warum Zwickau da ein neues Stadion buhlt. Also so für Auswärtsfans war das Stadion jetzt nicht gerade der optimale Ort, ja? Nicht nur für Auswärtsfans, ja. Also ja, ich denke schon. Also wie gesagt, man hat es ja deutlich gesehen. Also für die Regionalliga-Ansprüche ist das natürlich da weitaus zu wenig. Und wenn dann doch oder das eine oder andere Spiel mit mehr Emotionen, dann wird es natürlich schon brenzlig. Hat man auch gehört, dass diese Ausschreitungen ein bisschen so auch zu so einem ja, Spiel Flaute geführt haben, ja, dass die Mannschaften danach noch nicht in den Tritt kamen? Würden Sie das auch unterschreiben? Nee, das würde ich so nicht unterschreiben, weil wie gesagt, ich glaube, wir hatten gleich unmittelbar nach der Unterbrechung dann nochmal eine Chance durch Marius sowieso einen Kopfball. Wir haben uns am Ende des Spiels dann auch die eine oder andere hochwertige Chance herausgespielt. Also insofern kann ich das nicht teilen. Super, Dankeschön.